Hallo und herzlich willkommen in meiner Küche. Heute machen wir Lachspäckchen und hierfür benötigen wir 4 Lachsfilets, eine Zitrone, 2 Kartoffeln, 2 Möhren, etwas Brokkoli und Frühlingszwiebeln. Dann haben wir hier noch Olivenöl, Pfeffer und Salz. Ihr könnt natürlich gerne auch noch ein bisschen Petersilie und Dill dazu machen, das ist euch überlassen. Und ja. Dann haben wir hier noch Backpapier, das werden wir jetzt gleich benötigen, aber das zeige ich euch dann gleich nochmal. Ich werde jetzt erstmal die Kartoffeln und die Möhren schälen und in 1,5 bis 2 cm große Stücke schneiden. So, es ist alles vorbereitet. Wir nehmen uns jetzt erstmal das Gemüse, genau. Eine Handvoll, ein bisschen mehr Kartoffeln. Dann die Frühlingszwiebeln. Ein paar Möhren. Etwas Brokkoli. Dann salzen wir das Ganze auch schon ein bisschen. Legen das Lachsfilet hier drauf. Und schneiden 1, 2 Scheibchen Zitrone drauf. Dann noch, wie gesagt, nach Geschmack ein wenig Dill. Jetzt noch etwas Salz. Etwas Pfeffer. Und ein wenig Olivenöl. Dann verpacken wir das Ganze. So. Und so kommt das Ganze jetzt in den Backofen für etwa 25 bis 30 Minuten bei 180 Grad Umluft. So, der Fisch ist jetzt fertig. Er war jetzt 35 Minuten drin. Ich habe jetzt immer mal einmal reingeguckt nach den Kartoffeln, ob die gar sind. So, dann kann man das eigentlich auch so, wie es ist, schon auch so servieren. Ja. Also ich mache das dann immer auf, klappe erst die eine Seite um, dann die andere Seite. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Schön gegart, der Fisch sieht super aus. Ja, das war's, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.